Ich bin Betreuungskraft für Demenzerkrankte gewesen. Ich hatte innerlich so einen richtigen Leistungsdruck und ich war völlig angespannt und wollte eigentlich den Patienten noch mehr geben und konnte es nicht. Früher habe ich gedacht, es wird überall gleich sein. Es ist ein politisches Problem, es ist ein Krankenkassenproblem und nee, es geht auch anders. Ich wurde gefragt, ob ich wieder zurückkomme. Und ich habe ganz klar gesagt, nein, würde ich nie wieder machen, weil ich hier etwas anderes erleben durfte. Ich oder auch meine Kollegen werden als Menschen gesehen, nicht nur als jemand, der funktionieren muss. Wenn wir Schwierigkeiten haben, haben wir hier wirklich Ansprechpartner. Wirklich Menschlichkeit leben zu dürfen, das ist echt schön.